Herzlich willkommen zum Marktupdate, klar, Schifffahrtmarkt. Ich bin Andreas Lipko und mit dabei natürlich auch wieder Philipp. Hallo. Wir haben sehr, sehr viele Fragen wieder vom Marktupdate, die unbeantwortet blieben. Demzufolge haben wir keine Mühen, Kosten und Zeitaufwand gescheut und werden dieses Format dafür nutzen, um die Fragen zu beantworten. Philipp hat auch schon die Liste und legt gleich los. Genau, und ich scheue auch keine Kühe und Schweine. Gut, also erster Wert mit C, Cabios. Genau. Cabios ist natürlich eine Aktie, die sehr stark momentan von dem Thema ESG profitiert. Ich rufe einfach mal am besten den Chart auf, dann Charts ersetzen bekanntlich 1000 Worte. Da sieht man auch gleich, was mit den Unternehmen und warum die Aktien so gesucht sind. Genau, wir sehen halt hier einen klaren Aufwärtstrend, der sich gerade in den letzten Wochen stark beschleunigt hat. Das ist auch nicht ohne Grund. Eigentlich ist die Aktie insgesamt ganz interessant. Sie beschäftigt sich mit Plastikrecycling und das ist ja ein Thema, das hatten wir hier auch schon mal an anderer Stelle. Wir haben Quantafuel, hießen die, glaube ich. Quantafuel, ein norwegisches Unternehmen, glaube genau. ich. Genau. Oder dänisch? Dänisch, ja, norwegisch, also skandinavisch im weitesten Sinne, genau. Cabios ist ein französisches Unternehmen, setzt sich auch mit dem Recycling von Plastik auseinander und hat dadurch so enzymatisches Biorecycling, nennt sich das. Und die stellen halt dann eben Ausgangsprodukte oder beziehungsweise der Grundprodukte zur Plastikproduktion her. Ganz interessant ist eben, dass das natürlich auch ein Trend und ein Zukunftsmarkt ist, weil man natürlich das Thema Recycling, Abfallentsorgung und so weiter einfach auf der Agenda hat, neben natürlich den ganzen Klimathemen, CO2 und so weiter und so fort. Und ist durchaus ein Wachstumssegment, aber man sieht halt auch schon sehr, sehr stark diesen Kursanstieg hier. Bewertung ist aber im Verhältnis, man mag es nicht glauben, noch relativ moderat. Ja, wir haben hier 470 Millionen Euro Market Cap, das ist für so ein Unternehmen nicht unbedingt viel. Man muss natürlich auch die Risiken sehen. Man sieht ja, wo die Aktien herkommen. Ich gucke hier gerade nochmal rein, wenn man sieht, dass die halt ungefähr bei 8 Euro gestartet sind, sie jetzt bei 60 sind, also sich dann Pi mal Daumen versiebenfacht haben, dann kann man eben auch antizipieren, wie klein dieses Unternehmen mal war. Und jetzt kommt es eben ganz klar darauf an, wenn man sich für diese Aktie interessiert, muss man auf zukünftige weitere Joint-Venture-Nachrichten einfach auch gucken, was kommen da, was für Kooperationen kommen da und vor allen Dingen ganz wichtig, ob man eben diese Grundstoffe, die man ja wieder durch das Verfahren entwickelt, ob die dann eben von der chemischen Industrie auch abgenommen werden. Das sind sicherlich die Fragen, die da ganz klar geklärt werden müssen, sollten die geklärt werden. Ich finde das Unternehmen interessant, weil es ein sehr, sehr interessanter Bereich ist, aber ich würde sie halt auf diesem Niveau jetzt nicht unbedingt noch kaufen, weil sie eben sehr stark gelaufen sind, sondern wirklich erstmal abwarten, was kommen jetzt für Nachrichten. Gut, bleiben wir so. Mir ist gerade was eingefallen. Autofokus, ich mache den mal lieber aus. Okay, dann vom C zu B, Ballard Power. Ja, und nicht nur von C zu B, sondern eben auch in dem Sektor bleibend quasi, also alles, was ESG angeht. Ballard Power ist vielen Zuschauern bestimmt bekannt, kanadisches Unternehmen, was auch sehr stark im Sektor Brennstoffzellen, Brennstoffzellenforschung, Entwicklung, Innovation tätig ist. Schon sehr, sehr altes Unternehmen, die gab es schon damals zu neuen Marktzeiten und da war, wir können ja mal einen Langfristchart einblenden, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Da sieht man nämlich, dass die mal auf ganz anderen Kurssphären und Niveaus waren oder auf einem anderen Kursniveau, es ist ja nur ein Niveau. Ich mache hier mal einen Langfristchart rein und zwar von der Nasdaq, beziehungsweise können wir dann auch, ja doch, Nasdaq ist okay, maximal und da sieht man, das was wir momentan sehen, diesen Kursanstieg ist eigentlich ein kleines Geplänkel. Ja, wenn man eben sieht, dass die mal bei über 120, 160 US-Dollar waren im Jahr 2000, dann eben sehr stark an Kurswert verloren haben und jetzt wieder bei 40 Dollar sind, ist es zu relativieren. Wobei man sehen muss, es sind viele Kapitalmaßnahmen auch vollzogen worden und das ist eben auch mit der Grund, warum die Aktien zuletzt so ein bisschen an Schwung verloren haben. Die Gesellschaft hat eine Kapitalerhöhung vollzogen und zwar auch nicht jetzt unbeträchtlich. 14,8 Millionen Aktien sind neu ausgegeben worden. Die möchte man eben für Forschung und Entwicklung von neuen Produkten verwenden, das Geld, was eben eingenommen wird. Das ist in so einem genannten Festpreisverfahren. Das heißt, Investmentbanken haben die Aktien abgenommen und verkaufen die sozusagen weiter an institutionelle Investoren. Das ist nicht unüblich, weil man damit sozusagen den Druck aus dem Markt insgesamt rausnimmt, was aber passiert ist. Und das zeigt sich auch, dass natürlich der Kaufdruck, der eigentlich im Sekundärmarkt, also im Aktienmarkt stattfinden würde, der geht natürlich zurück. Ist ganz klar, du bist ein institutioneller Investor. Der auf dich kommt eine Investmentbank zu und sagt, hey, möchtest du nicht 2 Millionen Ballard Power Aktien kaufen? Dann brauchst du ja nicht mehr im Markt zu kaufen, also im Sekundärmarkt, sondern
kriegst sozusagen aus dem Primärmarkt, also aus dem Platzierungsmarkt heraus, dann eben die Aktien angedient. Und deswegen brauchst du auch nicht mehr in den Markt dann reingehen. Und das ist momentan der Grund dafür, warum die Aktien so ein bisschen rückwärts laufen oder rückläufig sind. Ich denke, das wird auch erstmal so bleiben, weil einfach, was mir bei den ganzen Wasserstoffaktien insgesamt nicht wirklich gut gefällt, ist, es gibt kaum Unternehmen aus dem Sektor, die wirklich profitabel sind. Viel Fantasie ist da drin, viel Hoffnung, viel Euphorie ist auch alles gut, aber irgendwann muss man ja auch mal sozusagen als Aktionär Brot damit verdienen können oder sich kaufen können. Das sieht man momentan bei einer Ballard Power halt noch nicht. Und von daher, ich würde da momentan feuchtig sein. Ich finde auch diesen ganzen Sektor sehr, sehr ambitioniert. B-Preis, wir hatten das Thema hier. Ich denke, dass auch der Automotive-Sektor, der Automobilsektor als großer Nachfrager für den Wasserstoffsektor nicht erstmal in Betracht kommt, sondern hier klar wieder die B2B-Schiene. Haben wir hier schon seit Jahren, Monaten immer wieder auch gesagt. Und von daher denke ich, Ballard Power ist zwar gut positioniert, aber es wird erstmal noch ein bisschen dauern. Kommt diese Szene jetzt nicht aus dem Kopf, wie dann ein institutioneller Anleger auf mich zukommt und mir sagt, hey du, wer ich? Psst, möchtest du 2 Millionen Ballard Power Aktien kaufen? Schlingel aus der Sesamstraße. Ja, genau. Den hatten die übrigens schon mal hier, glaube ich. Also nicht hier direkt, aber naja. Kannst ja mal ein Interview mit ihm führen. Ja. Gut, wir arbeiten uns vor bis zum A, der Absolera Biologics. Genau, Absolera, das ist richtig, Biologics. Ist ein, wie es schon sagt, ein Biotechnologieunternehmen und hatte auch vor kurzem erst den Börsengang oder das IPO gemacht. Ich muss mal gucken, dass ich mich hier nicht vertippe. Genau, Absolera Biologics. Ja, interessant ist bei dem Unternehmen, man hat eben hier, ist auch in dem Bereich der, ja, wie soll man sagen, nicht Covid-19-Prävention, aber in der Behandlung von Folgeerscheinungs- oder Folgeerkrankungen aus dieser Infektion. Und hat da eben einen bakteriellen Cocktail zusammengestellt. Ich muss mal die Namen suchen. Der eine heißt Etesivimab und der andere heißt Bamlanivimab. Also sehr schöne Namen. Muss man sich auch, glaube ich, nicht merken. Es geht halt darum, dass man große Kooperationen zum Beispiel mit Eli Lilly hat und mit Amgen. Und diesen Bakteriencocktail sozusagen oder dieses Enzymcocktail oder besser noch Antikörper-Cocktail sozusagen, um da genau dabei zu bleiben, eben jetzt anbieten möchte eben und sozusagen, das ist die Fantasie in den Aktien. Interessant, aber auch wir haben hier wieder dieses Thema, ich mache mal die Heimatbörse rein, die Nasdaq. Wir haben natürlich auch hier wieder dieses Thema. Es ist halt ein Unternehmen, was sehr stark auf einem Produkt verhaftet ist und da hat man natürlich dieses Produktrisiko, sollte das halt nicht angenommen werden, nicht große Absatzzahlen haben, ist natürlich das Problem, dass da eben dann auch entsprechende Risiken sind. Also da ist auch wieder die Situation, dass man dann, wenn man in diesem Bereich unterwegs sein will, eigentlich eher auf Unternehmen setzen sollte, die eine breitere Produktpalette, größere Pipeline haben als ein Unternehmen, was eben sehr stark nur in diesem einen Segment unterwegs ist. Es sind durchaus Kurschancen aus meiner Sicht da, aber man muss halt das Risiko auch betrachten. Also von daher nicht uninteressant, aber auch nicht uneingeschränkt risikofrei. Okay. Wie hießen diese Medikamente nochmal? Klingen wie Figuren aus Herr der Ringe. Das ist so ein bisschen wie Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Gut, da will ich mich jetzt nicht weiter drauf einlassen. Tata, meine Güte. Tata, wie spricht sich das eigentlich genau aus? Ist indisch wahrscheinlich. Indisch, genau. Tata Consultancy, genau. Ist eine IT-Gesellschaft, ein IT-Konzern aus Indien. Ich rufe mal hier den Chat. IT-Konzern, das ist aber doch der Mutterkonzern von, ich weiß nicht, Land Rover und so weiter, oder? Oder es gibt Tata Steel. Genau, also Tata ist ja sozusagen, ist ein sehr, sehr großer Industriekonzern und die sind halt in sehr, sehr vielen Bereichen unterwegs und das ist halt die sogenannte TCS Group, also Tata Consultancy Software Group und die haben eben eher ihren Fokus auf IT-Dienstleistungen. Da fallen natürlich zwei Dinge ineinander oder auf. Zum einen natürlich ein indisches Unternehmen, Indien an sich schon ein interessanter Markt, natürlich Riesenvolkswirtschaft, zweitgrößte Bevölkerungsdichte, glaube ich, wenn man es so will, oder auch Bevölkerungsschicht in der Welt oder Menschengruppe. Und dann eben auch noch IT, hört sich natürlich auch verlockend interessant an, zeigt es auch im Aktienchart, dass die Aktien entsprechend auch gut performt haben. Das heißt also, man ist hier natürlich genau in den richtigen Segmenten unterwegs. Wir hatten Indien auch schon mal als Anfrage direkt gehabt, wie das Investitionsklima da ist. Es ist, das mag man nicht glauben, obwohl es doch so eine große Volkswirtschaft ist, tatsächlich noch ein quasi Emerging Market. Das heißt, ein Entwicklungsland hin zu einer wirklich großen und etablierten Volkswirtschaft zu wachsen. Da fehlt es halt noch so ein bisschen. Indien ist aber sehr, sehr weit dabei. Aber das bedeutet, und das ist auch ganz wichtig, dass
Investoren immer in solchen Phasen, in denen wir uns momentan bewegen, eher auf die etablierten Märkte schauen. Und wenn die dann eben wirklich gut laufen, die Konjunktur läuft, dann geht der Blick in Richtung Emerging Markets. Und andersrum natürlich auch, geht die Konjunktur eben eher abwärts, dann zieht man zuerst die Gelder aus den Emerging Markets raus und dann erst sozusagen aus den etablierten Ländern, weil man eben genau diese Kette auch natürlich wieder entsprechend andersrum auflöst. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil nach wie vor ist natürlich Liquidität der wichtigste Treibstoff für Aktienkurse. Hier hat man zwar ein Unternehmen, was gut positioniert ist, aber ich denke, dass die richtige Kursperformance und nochmal langanhalten sozusagen dann stattfinden wird, wenn eben auch insgesamt die Coronavirus-Pandemie, das ist halt momentan so ein bisschen Buzzword, eigentlich kann man es überall anwenden, aber wenn das sozusagen auch aufgelöst ist, wenn klar ist, wie sich die Konjunktur entwickeln wird, dann werden auch solche Unternehmen noch besser davon profitieren können. Natürlich hat man schon profitiert. Ich finde das Unternehmen, wie gesagt, als Kombination, man ist im IT und im indischen Markt unterwegs, sehr, sehr gut und auch aussichtsreich, aber ich denke, dass wir eben hier doch erstmal so ein bisschen mit gebremsten Schaum oder beziehungsweise angezogener Handbremse weiter vorwärts gehen werden, eben aufgrund der Tatsache, wie sozusagen auch das weltweite Konjunkturklima ist. Und deswegen denke ich, dass hier schon sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren eingepreist sind. Für mich ein klassischer, dann, wenn man nicht drin ist, Watchlist-Kandidat, wenn man investiert ist, auch wie das alte Motto oder Credo, einfach drinbleiben, Stop-Loss und laufen lassen. Nächster Wert hier, Reliance Industries. Auch ein indisches Unternehmen, Reliance Industries, die hatten wir auch schon mal vor, bestimmt jetzt ein Jahr her, also schon sehr, Reliance, sehr, sehr lange her, da hat mir auch ganz gut gefallen, da hat eben auch der, also da ist eben auch eine der wichtigsten und größten indischen industriellen Familien drin beteiligt, haben auch einen sehr, sehr großen Anteil an dem Unternehmen. Herr und Frau Reliance. auf jeden Fall ist halt, hier, Dhirubhai Ambani. Also du siehst, ich habe mich hier wirklich vorbereitet. Ja. Ich habe mich gerade davor ein bisschen vorgedrückt, den Namen auszudrücken, nicht, dass das nochmal so ein Desaster wird. Wollte ich nur testen. Ich merke, heute ist schon so ein bisschen der Sprachtesttag. Wir schreiben später einen Test. Ja. Genau, wir schreiben später einen, du hörst dir den Sprachtest dann an. Ja. Noch einige Wortspielchen, genau, Fischers Fritz und so weiter. Genau, Blaukraut bleibt Lorbeer. Genau, also auf jeden Fall ist es Dhirubhai Ambani, das ist sozusagen der Gründer von dem Unternehmen Reliance Industries, ist halt ein sehr, sehr großes Industrieunternehmen, also Indiens größtes Industrieunternehmen, hat zig Beteiligungen, zig Geschäftsbereiche und da war wirklich interessant, im Jahr 2019, 20 rum, hat wirklich der CEO, der eben auch nach wie vor einer aus den Gründungsfamilien, also Mitglied da eben ist, gesagt, er nimmt ihn auch sein Gehalt zurück als Manager, solange das Geschäft nicht gut läuft. Das ist natürlich auch schon mal eine Aussage in Richtung natürlich Belegschaft und Aktionären. Das ist auch sehr gut angekommen. Die Aktien haben sich dann also auch sehr zügig wieder nach dem Corona-Crash gut entwickelt. Und hier hat man das gleiche Spiel. Hier sieht man es aber noch besser als vorhin bei den Tata Consultancy, also bei den TCS-Aktien. Man sieht hier also wirklich, dass die Aktien sehr stark angestiegen sind, dann aber wieder zurückgekommen sind. Und das ist genau der Effekt. Also Investoren schauen jetzt erstmal, wie geht es wirklich global mit der Konjunktur weiter und lassen sozusagen erstmal ein bisschen Zeit ins Land ziehen, ehe man sozusagen da wirklich weiter investiert. Und das ist genau, denke ich mal, was man jetzt bei TCS auch sieht, bei Reliance Industries. Wenn man in Indien investieren will, dann denke ich mal, ist es wirklich interessant, weil man eben eine sehr breite Abdeckung eben von wichtigen Wirtschaftszweigen da wiederfindet. Wie gesagt, das Management für mich, solange wir das Unternehmen auch schon beobachten, interessant. Also ich finde es halt da, also wirklich auch natürlich auch nachhaltig, beziehungsweise auch dem Unternehmen sehr stark verbunden. Und das sind halt alles Aspekte, die wirklich wichtig sind, weil ein Unternehmen ja klar vom Management lebt. Und das eben auch wichtig ist, dass man da eben natürlich dann weiß, dass man eben als Management dahinter steht. Also für mich ein interessantes Unternehmen, dann eher tendenziell auch ein bisschen noch warten, ehe man da wirklich größer einsteigt oder beziehungsweise generell einsteigt, weil Indien halt noch ein bisschen braucht, um dann eben wirklich von den Liquiditätsströmen partizipieren zu können. Der nächste Wert ist wahrscheinlich ein Hersteller eines Anti-Schuppen-Shampoos, Alpec. Hört sich so ähnlich an, genau. Ja, wir hatten ja übrigens noch die Sendung offen. Ich sage dir Namen von Unternehmen und du musst raten oder erahnen, was für... Wir arbeiten dran, ja. Genau, wir arbeiten dran. Obwohl natürlich mir die Sinnhaftigkeit dann von dem Format nicht so ganz klar ist, aber vielleicht machen wir es mal zum... Ah nee, heute ist Aschermittwoch. Karneval, irgendwann Fasching und nächstes Jahr. Ah ja, heute ist Aschermischung, guck an. Ja, heute ist Aschermittwoch. Aschermittwoch. Blaukraut. Fischers Fritz. Genau, ein mexikanischer Chemiekonzern. Und die ähnliche Situation natürlich auch wie jetzt nicht in Indien, aber es ist halt ein Emerging Market. Mexiko an sich ist halt ein Entwicklungsland, ganz klar.
sehr, sehr kleine Volkswirtschaften im Verhältnis zu den großen, wie zum Beispiel in Nordamerika, die USA, Kanada, in Europa, Deutschland, Frankreich und so weiter, ist Mexiko verhältnismäßig gering. Und da sieht man eben natürlich auch, dass da die Entwicklung eben von solchen Unternehmen aufgrund der starken Ortsabhängigkeit eben oder Abhängigkeit von dem Binnenmarkt Mexiko natürlich gegeben ist und man da auch mit sehr stark angezogener Handbremse. Das sind halt also klassische Zyklen, die man eben im Weltgeschehen, in der Weltkonjunktur sieht, spiegeln sich bei Emerging Markets Anlagen und das ist halt in diesem Fall so immer 1:1 quasi wieder, also mit einer sehr hohen Korrelation. Weil eben Investoren wirklich solche Themen wesentlich stärker spielen. Das sieht man ja auch bei uns, eine BASF, eine Evonik oder eine Covestro, also chemische Unternehmen, die sind ja dann auch immer mit den normalen Konjunkturzyklen verhaftet. Das lässt sich eben nicht auflösen. Manchmal fallen die nicht so stark aus, weil eben aufgrund der starken Exportabhängigkeit von Deutschland in Richtung eben den europäischen oder beziehungsweise weltweiten Ausland, das ist ja auch witzig, ist alles ja dann Ausland, sehr hoch ist. Da fehlt das dann sozusagen gerade eben bei diesen kleineren Unternehmen. Ist aber nicht ganz uninteressant, weil eben auch Dividendenrendite mit 6,4% durchaus attraktiv ist und das KGV momentan irgendwas um 12 rumliegt. Das ist für ein Industrie-, also für ein Chemieunternehmen auch in Ordnung derzeit. Man darf nicht vergessen, dass eben der zyklische Charakter bereits schon drin ist. Also für mich eigentlich eine interessante Situation aufgrund der günstigen Bewertung und dann eben der Möglichkeiten, wenn eben dann auch wieder die Konjunktur läuft, dass man sozusagen früh da drin ist. Aber man muss eben auch damit rechnen, dass es halt durchaus noch ein bisschen dauern kann, ehe hier wirklich der Schwung reinkommt. Aber ich denke, dass auch gerade mit Blick Richtung Nordamerika, wo eben dann momentan dieses große Konjunkturpaket auch noch in der Diskussion ist, 1,8 Billionen, ich komme schon mit den ganzen Nullen nicht mehr klar, US-Dollar sollen ja da sozusagen freigegeben werden. Das macht ungefähr 8 bis 10%, je nachdem der Wirtschaftsleistung von den USA aus. Und davon strahlt natürlich dann sowas auch direkt an den benachbarten Staaten ab. Und davon gibt es ja in Amerika nicht allzu viel, außer Kanada und dann eben und in Südamerika die Staaten. Deswegen glaube ich, könnte das ein interessanter Investment-Case sein. Dann kommen wir wieder auf diesen Kontinent zurück zu Europcar. Ja. Europcar, dem einen oder anderen natürlich auch bekannt, wenn man eben oder als man eben noch an den Flughäfen dieser Welt unterwegs war und händeringend ein Auto gesucht hat, ist man natürlich auch in Richtung Europcar dann gekommen, beziehungsweise Hertz oder Avis oder wie die alle heißen. Und das Problem bei dem Unternehmen ist, es ist eben durch die Coronavirus-Pandemie in die Insolvenz geschlittert. Niemand wollte mehr Mietautos haben, natürlich ist auch klar. Du verreist nicht, man ist zu Hause, man ist im Homeoffice. Solche Unternehmen haben einen riesen Fuhrpark, der muss vorgehalten werden, der kostet, ist personalintensiv insgesamt. Sozusagen Todesurteil genau von solchen Branchen. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, Hertz in den USA, die hat es auch schon mal zerrissen. Also vor einiger Zeit, Europcar auch in einer sehr, sehr misslichen Situation. Jetzt ist natürlich hier und da die Spekulation da. Könnte man das Unternehmen sozusagen aus dieser Situation eben rausholen? Das ist eine klassische Turnaround-Spekulation, extrem spekulativ. Also das muss man wirklich sagen, das ist halt all or none. Also entweder ich setze halt drauf, das funktioniert, dann kann ich da wirklich Vervielfachungspotenzial bei solchen Aktien haben oder die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch sehr hoch, dass es eben nicht funktioniert. Die Aktien werden dann sozusagen wertlos quasi, weil dann meist ja auch Restrukturierungsmaßnahmen genau stattfinden in Richtung der Gläubiger, also der schuldrechtlichen Gläubiger. Das ist ganz wichtig, gerade bei Insolvenzspekulationen muss man gucken, wie hoch ist der Verschuldungsstand, weil sozusagen schuldrechtliche Titel gingen immer vor Rechten, die man aufgrund zum Beispiel von Kapitalbeteiligungen hat. Also das ist einfach der Punkt, dass natürlich, wenn ein Unternehmen Schulden aufgenommen hat, erstmal die Gläubiger bedient werden und dann mit dem Restgeld die sozusagen das Risikokapital in Form von Eigenkapital eben gegeben haben, dann befriedigt werden können. Und das fällt, sonst wäre ja die Situation nicht so, wie sie ist, dann oftmals gar nicht aus, weil das Unternehmen ja sonst nicht überschuldet wäre. Und das muss man halt auch betrachten. Das heißt oftmals, wir haben ja auch Spekulationen, ob ein Steinhoff war oder also diese ganzen Aktien oder jetzt auch Wirecard vor kurzem mal, also alles Situationen, wo man genau sieht, dass das schon sehr, sehr komplex ist. Da gibt es eben auch wirklich Fachanwälte, Fachgesellschaften, die sich damit beschäftigen. Und deswegen für mich hochspekulativ. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt jetzt drauf setzen sollte. Und gerade halt auch in solchen Phasen wie jetzt, wo überhaupt nicht absehbar ist, wann es da mal eine Besserung gibt. Also ich finde es einfach, es ist kein Investment-Case, es ist wirklich pures Zocken. Na gut, vielleicht nimmt sich ja ein Reddit-Forum diese Aktie an. Vielleicht, dann stehen die wieder bei 7. Ja, genau. Der nächste Wert hier, die Volta-Box. Genau. Oder das Volta-Box, der, die, das. Je nachdem kann man sich aussuchen, da Aktiengesellschaft, die Volta-Box AG vielleicht. Keine Ahnung, ist es ein deutsches Unternehmen? Ja, ist ein deutsches Unternehmen, genau. Und zwar eine Auskoppelung, wenn man so will, aus der Paragon KGaA. Paragon
ist ein Automobilzulieferungsunternehmen und hatte damals die Voltabox per Spin-off sozusagen an die Börse gebracht. Und wir schauen uns mal die Kurshistorie von diesem Unternehmen an. Auf jeden Fall ist die Situation derzeit so, dass die Paragon KGaA, also sozusagen die quasi Muttergesellschaft der Voltabox AG, in Verhandlungen mit Schweizer Investoren ist, die sozusagen aus dem Fundus der Paragon AG oder KGaA die Voltabox-Anteile rauskaufen will. Es geht hier um 18% und demzufolge ist sozusagen die Voltabox in einer Situation, dass man jetzt natürlich erstmal wartet, gelingt dieser Deal, was haben eben sozusagen die Investoren dann vor, will man die Gesellschaft dann neu ausrichten, anders ausrichten, besser positionieren. Das ist der Paragon AG nicht so richtig gelungen, wie man ja auch am Aktienkurs sieht, die seit 2017 von 35, ich mach mal den anderen Börsenplatz, Xetra rein, sozusagen die quasi Heimatbörse. Genau, aber es ist ungefähr gleich. Also im 2017 hier jenseits der 30 Euro jetzt auf 5 Euro runtergefallen sind, sozusagen, dann sieht man eine leichte Bodenbildung. Das ist natürlich jetzt alles davon abhängig, wie man eben mit diesen beiden Parteien einig wird, was für einen Preis man eben im Endeffekt aufruft. Das ist eine Spekulation, die zielt dann genau eben auf diese Positionierung des Unternehmens zukünftig ab. Da ist jetzt eigentlich, denke ich mal, der Startschuss würde dann fallen, wenn eben sozusagen dieser Share-Deal, also dieser Verkauf dieses großen Anteils eben über die Bühne gegangen ist. Dann sieht man auch, zu welchen Kursen sozusagen diese Platzierung vorgenommen worden ist. Man kann antizipieren, wo auch diese beiden Parteien wirklich den Wert für so einen großen Anteil sehen. Wobei dann oftmals auch Paketauf- und Abschläge jeweils kalkuliert werden, je nachdem, wer anfragt. Also ob der Verkäufer anfragt, dann werden natürlich meistens Abschläge fällig. Fragt ein Käufer an, dann werden meistens Aufschläge fällig. Ist ja auch ganz klar durch den Paketcharakter eben. Und ich denke, das sollte man einfach auch abwarten, wenn man sicher gehen will. Ansonsten kann man natürlich daraus spekulieren, die beiden werden sich einig. Man geht eben rein und hofft dann darauf, dass da neuer Schwung reinkommt in die Aktien. Ist eben auch eine sehr spekulative natürlich dann Situation. Das muss man einfach so sehen. Aber wer ein bisschen Salz in der Börsensuppe haben will, der kann sich durchaus, wie gesagt, da mal mit näher beschäftigen. Ich würde da aber an der jeweiligen Stelle einfach noch mehr auch reinarbeiten, mich mehr mit der ganzen Situation auseinandersetzen und wirklich auch gucken, wie sieht die Nachrichtenlage aus, was hat dann wirklich eigentlich alles damit vor. Und wenn dann dieser Deal sozusagen wirklich auch wirklich geklärt ist und abgeschlossen ist, dann denke ich, dann wird auch da die Luft wieder rein. Momentan ist es einfach mal ganz klar ein Bremsklotz. Das hat man oftmals, wenn so Pakete im Markt rumschwirren, eben also ein verkaufswilliger Großaktionär da ist, wie zum Beispiel auch bei einer Zalando heute, dann sieht man oftmals, dass der Markt natürlich sagt, oh, um Himmels Willen, da will jemand größere Pakete verkaufen und da ist noch nicht so richtig klar, wer kauft die jetzt. Da ist ihm Vorsicht geboten, weil das sozusagen wie so ein Deckel erstmal auf die Kurse jeweils drücken kann. Und von daher würde ich das abwarten, weil das für mich momentan einfach noch das Momentum ist, was einfach dann erst lostritt, wenn eben dieser Deal geklärt ist. Also für mich momentan eher eine Haltesituation. Gut, wir bleiben beim Buchstaben V, Voxeljet. Genau. Voxeljet passt so ein bisschen zu dem ganzen Thema 3D-Druck. Das hatten wir hier letztens auch schon mal durch 3D-Systems, die ja angefragt wurden. Und ist natürlich auch insgesamt eine Branche, die sehr stark performt hat, auch gerade in den letzten Wochen. Moment, jetzt müssen wir hier den Chart aufrufen. So, auch interessant, Voxeljet ist ein ADR, also ein Unternehmen, was an der amerikanischen Börse Nasdaq gelistet ist. Auch oftmals natürlich ein Punkt, den viele deutsche Unternehmen auch machen, weil einfach der amerikanische Kapitalmarkt größer ist, eine größere Nachfrage nach innovativen Unternehmen einfach vorhanden ist und man dadurch schneller und mehr Geld einfach einsammeln kann. Deswegen auch der Schritt von Voxeljet damals in diese Richtung. Also auf jeden Fall, 3D-Druck ist ein interessantes Business. Ich finde aber auch hier, wie gesagt, da ist zu viel eingepreist. Das war auch damals bei der 3D-Systems. Das ist interessant. Für mich aber erst eher eine Branche, die in der Spätzyklik, also in der spätkonjunkturellen Phase, interessanter wird, wenn eben Unternehmen auch in Richtung gehen, wie kann ich meine Prozesse effizienter gestalten, wie möchte ich meine Prozesse überhaupt ändern und anpassen. Das macht man nicht am Anfang, weil du musst erstmal Geld verdienen. Das Thema hatten wir bei 3D genauso. Systems. Das heißt, du nimmst erstmal deine alten Prozesse, verdienst damit wieder Geld und fängst dann an, Effizienzen zu schaffen und nicht andersrum, weil dann hast du ein System, was nicht funktioniert, kannst deine Produkte nicht verkaufen, kannst die Dienstleistung nicht vernünftig erfüllen und kommst sozusagen aus dieser Schmalhans-Küchenmeister-Phase nicht so richtig raus, sondern
verzögert sich alles noch. Deswegen für mich eher momentan ein sehr, sehr stark hochgekochtes Thema. Da werden wir noch Abkühlungen sehen, aber eine Branche, die durchaus interessant ist, die ich aber frühestens in 6 Monaten wirklich dann als Durchstarter sehe. Ich denke, dass wir hier eher noch tendenziell seitwärts bis leicht fallende Kurse sehen werden und dann aber nachher perspektivisch so auf ein Jahr durchaus wieder dann auch einen schönen Run eben in dieser Branche erkennen und sehen werden. Okay. So, beim nächsten Wert weiß ich immer nie, wie der sich eigentlich korrekt ausspricht. Es könnte Gilead heißen, es könnte Gilead heißen, es könnte Gilead heißen, was so ähnlich klingt wie ein Rasierklingenhersteller. Aber wahrscheinlich erzählst du mir, dass es ein israelischer Wert ist und der ganze Name sich alttestamentarisch dann aramäisch ausspricht. Genau, nein. Also meines Erachtens, ich habe auch schon sehr, sehr viele Aussprachen von dem Unternehmen gehört, was ja auch ganz witzig ist. Gerade bei amerikanischen Firmen scheint irgendwie so die komplette Phonetik so ausgeschaltet zu sein. Drückt man so aus, wie man Lust hat, wie auch Nike oftmals als Nike versucht wird reinzudrücken. Auch interessant dahingehend, weil Nike wohl auf irgendeiner arabischen Sprache oder sowas so ähnlich wie... Also, naja, Moment, das ist altgriechisch, Nike. Ja, nee, ist schon klar, aber es gibt Nike. Ach so. Gibt es in irgendeinem, ich glaube im arabischen Raum ist es eine Art, ich weiß nicht, ein Schimpfwort oder halt irgendwas Fletisches, also irgendwas Unfletisches. Und deswegen hat die Firma mal versucht, so ein bisschen sozusagen, nee, wir heißen nicht Nike, wir heißen Nike. Und hat sozusagen versucht, den Namen zu ändern, damit man eben im arabischen Raum oder in entsprechenden Bereich die Schuhe besser verkaufen kann. Weil keiner möchte eben... Ja. Also sowas Ähnliches wie der Mitsubishi Pajero in Spanien oder genau. Gibt's ja einige. Audi e-tron in Frankreich. Genau, oder Skoda auf Slowakisch Schade heißt. Wer weiß vielleicht der ein oder andere aus der Fahrer. Ja, Skoda ist, Skoda ist Slowakisch oder Tschechisch und heißt da so viel wie Schade. Guck an. Ja, also von daher, man merkt schon, da gab es so die ein oder anderen Fehlgriffe bei der Namensfindung. Gut, bei, ich glaube, die heißen Jalit oder Gilead. Gilead heißen die meines Erachtens. Also das habe ich jetzt am häufigsten gehört, aber es gibt einige Aussprachenformen davon. Kommen wir zurück zu dem Unternehmen. Ja, genau, da war ja was. Genau, wir wollen jetzt nicht nur über irgendwelche, obwohl es auch mal interessant wäre, so diese ganzen, vielleicht genau, wenn ihr ein Unternehmen oder irgend so eine Kuriosität habt, schreibt die gerne unten in die Kommentarleiste. Mich würde es mal interessieren. Können ja eine Sendung machen mit kuriosen Aktiennamen. Genau, ne, oder kuriosen Produktnamen, die irgendwie mal versucht wurden, wieder zurückzuholen, weil die einfach, also da fällt mir zum Beispiel auch zu kommen direkt einiges ein. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Oh Gott. Und ich glaube, da war der Postillon auch schon mal dabei. Das ist, also, okay, egal. Ein bisschen Selbstironie muss an dieser Stelle auch mal sein. Nee, finde ich nicht. So, sind wir sozusagen bei Gilead, genau. Dem Unternehmen, ein Pharmaunternehmen, dem einen oder anderen in der Frühphase der Coronavirus-Pandemie unter Remdesivir vielleicht auch ein geläufiger Name. Das war ja ein Produkt oder ein Medikamentenpräparat, wo man gedacht hat, ja, das kann das Ganze... entschleunigen, dass das eben sozusagen auch prophylaktische Wirkungen hätte und so weiter, beziehungsweise dann eben den Covid-19, die Verbreitung eben ausbremsen kann. Das sieht man auch hier sehr schön im Aktienkurs. Daraufhin sind die Aktien wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen, eben von hier irgendwas Kursniveau. Achso, ich gehe mal auch wieder auf die Nasdaq, ist ja ein amerikanischer Wert. So. Genau, die sind hier so von irgendwas Mitte 65, 63 dann eben angestiegen bis auf 85, kam jetzt eben relativ stark wieder zurück, weil Remdesivir eben sehr, sehr stark in die Diskussion gekommen ist. Also die WHO hat dann auch gesagt, nee, und das ist so nicht mit dem Präparat und da sind wir uns nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so in dieser Form wirkt und daraufhin gab es dann eben die große Ernüchterung. Das andere Problem ist eben auch, dass einige Medikamente eben aus deren Pipeline momentan sozusagen den Schutz verlieren. Das heißt, da können dann eben andere Präparatehersteller kommen und ähnliche Produkte aufgrund dieses Wirkstoffs herstellen. Und das ist momentan die Situation. Deswegen sind die Aktien auch auf dem aktuellen Niveau da, wo sie eben sind, weil eben genau diese Risiken momentan da sind. Ich denke, das ist auch ein Pharmaunternehmen, was augenscheinlich hier günstig zwar auch bewertet ist, ein 9er KGV und eine Dividendenrendite von 4%, aber da passiert erstmal jetzt nichts mehr allzu viel, aus meiner Sicht heraus, weil der Fokus von den Investoren viel zu stark auf dieses Thema Impfstoff, auch breiter aufgestellte, wie zum Beispiel halt eine Johnson & Johnson, die wir an der Stelle hier auch schon mal hatten, also ein breiter ein Pharmakonzern, der wirklich in vielen Bereichen aufgestellt ist, der trotzdem einfach auch in den wichtigen Segmenten unterwegs ist. Und das vermisse ich halt bei dem Unternehmen ein Stück weit. Und von daher, ich denke, das ist ein Unternehmen, lebt eben von der Substanz halt mit auch, ist natürlich auch in vielen Bereichen gut positioniert. Das heißt, man verbraucht hier nicht die Substanz auf, sondern man hat hier ein Unternehmen, was eben 4% Dividendenrendite hat, was ja nicht schlecht ist und eigentlich schon ganz okay für die aktuelle Rendite.
Situation insgesamt, aber eben man wird hier keine großen Kurssteigerungen erstmal in der nächsten Zeit sehen, sondern das ist eben wirklich ein Value-Wert. Sowas gibt es tatsächlich auch noch. Ein Witwen- und Waisenpapier? Noch nicht ganz, dazu ist es zu spekulativ. Das wäre dann eher eine Siemens vielleicht, hätte man es damals zumindest gesagt. Oder eine Allianz, so eine klassischen Witwen- und Waisenpapiere. Okay, den nächsten Wert kann ich wahrscheinlich einigermaßen korrekt aussprechen. AbbVie. Genau, AbbVie, und zum Glück kennst du die auch nicht, weil, also du kennst sie schon, aber du nutzt die Produkte vielleicht nicht. AbbVie hatte vor einiger Zeit Allergan gekauft, PLC, das ist der Hersteller von Botox. Also du siehst jetzt auch nicht so aus, als... Oho. Da kommst du gerade von der Botox-Behandlung. Willst du mich lachen? Genau, deswegen siehst du auch so faltenfrei aus. Nein, genau, also auf jeden Fall, das Geschäft läuft witzigerweise weiterhin wie Hulle. Botox ist der absolute Kassenschlager. Alle möglichen Menschen dieser Welt lassen sich halt in wiederkehrenden Behandlungen jeweils dann dieses Präparat, Nervengift unter die Haut spritzen, um eben dann gebügelt glatt im Gesicht zu erscheinen, was ja auch okay ist für denjenigen, der es macht. Für andere dann schwierig in der Kommunikation, weil man halt wirklich nicht weiß, ob sich derjenige freut oder gerade traurig ist. Aber das sind eben auch alle neue Herausforderungen, die wir ja auch zum Beispiel mit der Maske haben. Stimmt, genau. Ne? Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, Botox müsste zurückgehen, weil alle... Ja, aber die Maske geht ja nicht. Also wenn, müsste es ja so Vollgesichtmaske, dann wäre schlecht. Ja, aber dadurch, dass er sozusagen nur hier ist, hat man ja trotzdem noch Krähenfüße und das hier oben, das wäre wahrscheinlich dann. Oh, das sind ja die Hauptbehandlungsstellen, glaube ich. Also denke ich jetzt, ich habe jetzt Botox auch nicht selbst probiert oder was weiß ich, würde ich auch nicht, aber... Gibt halt welche, die machen es, ist ja auch alles in Ordnung soweit. Auf jeden Fall davon profitiert halt AbbVie, also vielleicht auch ein interessanter Investment-Case. Diejenigen, die halt sozusagen exzessiv Botox anwenden, könnten sich dann hedgen durch den Kauf von AbbVie. Ist eigentlich auch interessant. Man finanziert seine eigene Schönheitsbehandlung durch Aktien. Ja, hätte was. Lohnt sich auch. Hier sieht man nämlich, das KGV von dem Unternehmen liegt bei 8,3 und der Dividendenrendite bei 5%. Also man müsste eigentlich nur ein bisschen Geld reinstecken und dann kann man durch die Dividendenrendite die Botox-Behandlung sozusagen, vielleicht wäre es auch mal eine Sachdividende. Könnte man ja mal vorschlagen. Die Aktionäre von AbbVie bekommen 10 Ampullen Botox. Genau, verabreicht bei der nächsten AV. Bitte da anstellen. Ja, da eine Möglichkeit. Sieht ja aber dann interessant aus mit der Besteuerung. Ich wüsste jetzt nicht, wie man da an den Steueranteil irgendwie... Hauptsache, man sieht lachende Gesichter auf der AV. Es sei denn, die Finanzbeamtin steht dann auch auf Botox, dann könnte man sozusagen teilen. Oh, ja. Na egal. Gut, es sind auch sehr interessante Konstrukte, die wir hier machen. Nee, also Spaß beiseite. AbbVie, schon durchaus ein interessantes Unternehmen. Man ist halt wirklich nicht nur im Bereich des Botox-Präparats gut positioniert, sondern generell läuft es bei dem Unternehmen einfach gut. Die haben wirklich eine sehr, sehr hohe Wachstumsrate eben durch dieses ganze Produktangebot, was eben da ist. Und das scheint sich auch dahingehend darzustellen, dass es auch in den nächsten Jahren so bleiben wird. Also von daher für mich ein interessantes Unternehmen und durchaus auch ein interessanter Investment Case. Hat eher einen defensiven Charakter, ist günstig bewertet. Hier wird man sicherlich jetzt auch nicht sofort hinausschießen, in neue Kurshöhen sehen, sondern das ist eher so ein gemächliches Daherlaufen eben unter einer Auszahlung von einer ansehnlichen Dividende. Dann kommen wir auch gemächlich zum nächsten Wertpapier hier, die CrowdStrike. Ein häufiger Gast hier in dieser Sendung. Sehr, sehr häufig, genau. Zahlt natürlich auf dieses ganze Thema Internet Security ein. Da hatten wir auch schon mal ein Special zu gemacht. Mhm. Und da kam natürlich auch die CrowdStrike drin vor. Und man sieht auch hier, dieses Unternehmen hat hervorragend performt. Und zwar ist das nämlich in dem Bereich der, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Netzwerk-Echtzeitüberwachung eher unterwegs. Das heißt, das Problem ist ja, das haben wir auch im Thema 5G, wir kriegen immer mehr Daten, die immer schneller sozusagen verarbeitet werden müssen, die auch immer schneller in quasi near real-time so bei dem Empfänger dann ankommen. So Stichwort eben gesagt IoT und autonomes Fahren und so weiter und so fort. Oder eben auch Netzwerke, die mit diesen großen Datenmengen zu tun haben. CrowdStrike ist in diesem Bereich tätig und verdient sich sozusagen zumindest... verdient vielleicht noch nicht, aber hat einen sehr, sehr hohen Umsatz, weil das Unternehmen nämlich noch keinen Gewinn macht. Hat aber eine Marktkapitalisierung von 37 Milliarden, beziehungsweise wenn man formell einen Gewinn ausweisen wollen würde, würde man irgendwie beim KGV von 800 liegen. Also man merkt schon, was da für eine Erwartungshaltung in den Aktien drin ist. Man sieht es halt auch am Aktienkurs, der seit dem Börsengang hier sich wirklich verfünffacht hat, aber eben aufgrund dieser hohen Nachfrage aus der Industrie, aus der realen Wirtschaft. Es bleibt ein Trendthema. Ich glaube auch, dass die Aktien weiterlaufen werden, nicht in dieser Geschwindigkeit,
Aber es ist eben ein Thema, was wirklich an Brisanz und an Wichtigkeit zunehmen wird. Der Internet-Security-Bereich, kann man ungefähr sagen, oder generell der Daten-Security-Bereich wächst im Jahr nach wie vor um 20-25%. Das ist eine sehr hohe Wachstumsrate insgesamt. Wenn man sich so andere Branchen anguckt, die haben irgendwie was im einstelligen Bereich, und zwar im niedrigen, sowas zwischen 3-5%, ist das wirklich schon ansehnlich. Also von daher ist eine CrowdStrike interessant, aber nicht mehr auf dem Niveau. Das ist für mich auch eher so ein Kandidat, da würde ich mal ein bisschen an der Seitenlinie stehen. Ich würde mir die auf die Watchlist setzen. Wenn da mal eine Konsolidierung in den Aktien reinkommt und die mal ein Stück weit zurückkommen, dann perspektivisch auf Mehrjahressicht durchaus interessant. Wobei, ganz wichtig, hier hat man natürlich den Charakter wirklich von technologischen Innovationen und Neuerungen, die sehr schnell für einen kompletten Wechsel in der Branche sorgen können. Das sehen wir nämlich gleich bei dem nächsten Unternehmen aus der gleichen Branche. Aber man sieht eben, wie wichtig es ist, welches Unternehmen nutzt welche Technologie und ist in diesem Bereich dann eben wie weit vorangekommen. CrowdStrike ist momentan einer mit der besten, also nicht besten, ist vielleicht, bestes ist ja immer die Frage, was ist das Beste, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr fortgeschritten in diesem Sektor. Und von daher eben auch ein gutes Unternehmen, wer das also sozusagen hat, auf jeden Fall weiter halten, weil man ja auch nicht weiß, okay, wie weit wird die Konsolidierung sein und wie schnell wächst sozusagen das Unternehmen zukünftig weiter. Ich denke, das ist halt schon interessant, aber ich würde jetzt auf dem Niveau halt nicht einsteigen, weil man genau diese Risiken ja einkauft. Also ich habe zwar natürlich ein Potenzial, aber ich habe genau diese Risiken. Wenn die nicht erfüllt werden, dann kommen Aktienkurse natürlich auch relativ schnell zurück und dann sitze ich ja sozusagen auf einem anderen Erwartungsniveau drin und muss dann erstmal wieder warten, bis dann sozusagen die auch erfüllt werden von den Unternehmensnachrichten. Von daher für mich eher eine Watchlist-Kandidat. Gut, dann kommen wir zum besagten nächsten Unternehmen in der gleichen Branche, nämlich Checkpoint Software. Genau, und das ist zum Beispiel ein israelisches Unternehmen, auch schon sehr, sehr lange am Markt, das muss man wirklich so sagen. Die sind schon dem einen oder anderen Zuschauer, könnten sie tatsächlich aus den 90ern bekannt sein, also vor den neuen Marktzeiten. Die sind also wirklich schon, wie gesagt, ein Urgestein, der... alttestamentarisch halt. Quasi, ja. Haben vielleicht sogar auch schon Virensoftware für Moses eine Steintafel. Ja. Weiß ich nicht. Könnte theoretisch sein. Also ich sehe hier genau, ich habe mal einen Maximalchart reingemacht, also 96. Oh, da sind wahrscheinlich die Hälfte der Zuschauer, die wir haben, gar nicht auf der Welt gewesen. Aber ich war halt schon da. Und man sieht auch hier, die Aktien haben sich entsprechend auch entwickelt. Sehr gut halt. Weil genau das Thema Internet oder generell Netzwerksicherheit, Virenschutz und so natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, vor allen Dingen für alle, die so in Richtung Windows ausgerichtet sind und also Rechner benutzen, die halt da ein bisschen anfälliger sind als andere Systeme. Und da sieht man halt, dass da eben die große Nachfrage eben natürlich nach solchen Systemen ist. Checkpoint Software im Gegensatz halt auch zu CrowdStrike, den jungen Willen eher aus der Branche, noch moderat bewertet, ein 18er KGV hier aktuell, Market Cap von 14,5 Milliarden, also man sieht schon die Relation, also wesentlich geringer, aber da sieht man eben auch die Annahmen und die Euphorie in diesen Aktien von CrowdStrike, also von denen, die sozusagen die Technologie nach vorne treiben. Und Checkpoint Software ist eben so ein bisschen noch aus dieser alten Welt, aber halt auch bei vielen installiert. Also viele haben ja die bekannten Produkte eben von Checkpoint Software und von daher leben die dann eher, sag ich mal so, eher von den Bestandskunden, währenddessen eben wirklich dann Unternehmen wie CrowdStrike, und da gibt es noch einige andere, eher wirklich auch dahingehend, dass man sich genau an diese Branchen klemmt, die halt mit einer Checkpoint-Software überhaupt nicht weiterkommen würden, weil das einfach zu langsam ist und nicht eine viel zu hohe Latenzen dann eben auch erzeugt, sondern die dann eben wirklich dahingehend, dass sie sagen, hey, wir haben hier einen ganz hohen Standard, wir machen eine schnelle Verarbeitung und damit sozusagen wirklich auch einen technologischen Mehrwert eben für gerade im B2B-Bereich bringen können. Da Checkpoint-Software eher so auch stark natürlich auf dem B2C, also eher auf dem Privatkundensektor fokussiert. Und von daher interessant, jetzt natürlich auch für diejenigen, die gefragt haben, warum haben wir die Aktie überhaupt reingenommen, genau. Es ist ein interessantes Unternehmen, klar, aber halt nicht mehr mit diesen starken Wachstumschancen, wie man es eben bei einer CrowdStrike sehen würde, sondern eher ein bisschen gemächlicher. Das heißt, wer im Internet-Security-Bereich oder generell im Digital-Security-Bereich, ich fasse das mal ein bisschen breiter unterwegs sein will, ist mit einer Checkpoint-Software durchaus gut aufgehoben, aber eben die Zeiten der massiven und großen Kurssteigerung sind erstmal vorbei. Das ist so, wie gesagt, eher wie ein Urgestein. Das fährt eben sehr langsam voran, weil man eben die großen Steintafeln von Moses hinten noch im Gepäck hat. Jo, dann gucke ich mal auf den nächsten Wert und da ist eine leere weiße Seite. Wir sind durch für heute.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Waren wieder sehr, sehr viele tolle Unternehmen auch bei. Ich freue mich auf die nächste Marktupdate-Aussendung am Montag, 17 Uhr. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn ihr das Video mögt, dann doch gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr es nicht so gut findet, dann einen Daumen runter. Aber auch bitte in die Kommentarleiste einfach reinschreiben, was euch nicht gefallen hat. Natürlich freuen wir uns auch immer über positive Kommentare. Was gefällt euch? Was für Unternehmen sollen wir noch besprechen? Ruhig alles reinschreiben. Und wenn ihr keine Ausgaben mehr verpassen wollt, dann am besten den YouTube-Kanal von der comdirect Bank abonnieren. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.